Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal und heute gibt es wieder ein sehr spannendes Video zu Power Stations von der Marke Zetashi und da wollen wir uns also heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten uns davon anschauen, denn die eignen sich wirklich sehr gut für die mobile Stromversorgung beim Camping oder auch hier im Wohnwagen oder auf dem Gartengrundstück. Wir werden uns also heute mal uns die Top 5 anschauen, dann natürlich auch hier mit den Vor- und Nachteilen vergleichen und dann hier auch zum Schluss unseren Vergleichssieger aus diesen Power Stations krönen. Es bleibt also wirklich sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran und dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt an, legen sofort los und starten am besten durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns die Zetashi GT1500 Power Station. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Vor- und Nachteile zuallererst durch. Da kann man schon sehen, wir haben zum einen hier eine sehr hohe Kapazität, eine Schnellladefunktion, Steckdosen und USB-Anschlüsse sind vorhanden. Wir haben hier einen eingebauten Solar-Laderegler, drei Lademodis, wir haben ein großes LCD-Display und eine hohe Dauerleistung. Die Nachteile, etwas hohes Eigengewicht und auch vom Preis her ist diese leider etwas teurer. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also zum einen mal 1210 Wattstunden von der Kapazität her, eine Dauerleistung von 1500 Watt, 1700 Watt Spitzenleistung. Wir haben hier drei USB-Anschlüsse und einen USB-Typ-C-Anschluss. Dazu gibt es einen 12-Volt-Auto-Anschluss und eine 230-Volt-Steckdose. Also auch hier sehr gut ausgestattet. Wir gehen mal kurz direkt weiter auf die Produktseite drauf. Und da kann man schon sehen, so sieht im Grunde hier diese Powerstation aus. Und auch in der Videobeschreibung unten ist diese Powerstation selbstverständlich verlinkt. Also wenn ihr da jetzt mal reinschaut und auf den Link direkt draufklickt, dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Gehen wir kurz auf den Preis ein. 1099 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis, geht eigentlich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass wir hier wirklich eine sehr hohe Kapazität haben und eine sehr hohe Dauerleistung. Hier mal die weiteren technischen Details im Überblick, wie die Abmaße und das Gewicht von dieser Powerstation. Da kann man hier nochmal kurz sehen, wie man die Powerstation auch hier anwenden kann. Es gibt also hier wirklich sehr viele Möglichkeiten, egal ob Laptop, Mixer, Fernseher oder Mikrowelle, könnt ihr hier wirklich sehr viele Geräte anschließen und die damit auch betreiben. Ja, die Bewertungen fallen ebenfalls sehr gut aus. Also hier wirklich sehr gutes Gerät, was praktisch hier sehr viele Möglichkeiten besitzt, guter Preis. Und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche positive Bewertungen. Also schaut euch die Powerstation mal an, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 4. Und dort landet bei uns die Zetashi GT300 Powerstation. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Und da kann man schon sehen, wir haben hier zum einen mal einen guten Preis, sehr kompakte Abmaße. Es gibt hier eine Steckdose und USB. Anschlüsse. Dazu ein eingebauter Laderegler, drei Lademodis, wir haben eine smarte Regelung und eine effiziente Kühlung. Die Nachteile, etwas geringe Kapazität und eine etwas mittelmäßige Dauerleistung. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und schauen uns mal kurz hier die Produktdetails dazu an. Wir haben also hier ca. 299 Wattstunden von der Kapazität her, 300 Watt Dauerleistung. Wir haben hier einen eingebauten MPPT-Regler, also einen sehr effizienten Solarladeregler. Wir haben USB-Anschlüsse, einen Typ-C, Ladeanschluss, einen 12-Volt-Auto-Anschluss und eine 230-Volt-Steckdose. Also ein sehr kompaktes Gerät, was auch hier sonst sehr viele Möglichkeiten bietet. Wir gehen kurz auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Ja, soweit so gut. Wir gehen kurz auf den Preis ein. 299 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis. Also hier wirklich eine sehr günstige Powerstation zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Und hier können wir mal kurz die Abmaße und natürlich auch hier das Gewicht sehen. Ja, soweit so gut. So sieht im Grunde das Gerät aus. Wir haben also hier wirklich eine sehr praktische, mobile kleine Powerstation, die natürlich auch hier mal mit dem Laptop betrieben werden kann und auch sonst USB-Anschlüsse und natürlich auch hier ein Autoanschluss bietet. Gehen wir kurz die Bewertungen nochmal durch. Da können wir auch gleich mal kurz sehen, wie die praktisch hier abschneidet. Und die ist hier wirklich auch ebenfalls sehr positiv. Wir haben also hier zum einen mal wirklich eine sehr gute Powerstation, die natürlich auch hier vom Preis-Leistungsverhältnis sehr in Ordnung ist. Und auch die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir natürlich auch gleich weiter. Und zwar zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns die Zetashi GT200 320 Power Station. Eine sehr kompakte Power Station mit ebenfalls sehr vielen Vorteilen, wie zum Beispiel hier einen sehr günstigen Preis, kompakte Abmaße. Es gibt eine Steckdose und USB-Anschlüsse. Wir haben einen eingebauten Solarladeregler, 5 Lademodis, Schnellladetechnik, ein geringes Gewicht und der einzige Nachteil hierbei die etwas mittelmäßige Dauerleistung. Wir gehen mal kurz weiter hier zu den Produktdetails und gehen die hier praktisch nochmal in Detail durch. Und da können wir auch
auch schon sehen, wir haben also hier zum einen mal ja, 320 Wattstunden Akku, 200 Watt Dauerleistung, 300 Watt in der Spitze. Wir haben hier drei USB-A-Anschlüsse und einen USB-Typ-C-Anschluss, einen 12-Volt-Auto-Anschluss und eine 230-Volt-Steckdose. Also wer ein sehr kompaktes Gerät sucht, der sollte sich vielleicht unbedingt die mal anschauen. Wir gehen jetzt auch gleich mal kurz hier auf die Produktseite drauf. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch hier selbstverständlich den Link dazu. Also schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite und müsstet die Powerstation nicht nur manuell heraussuchen. Der Preis 289 Euro, wirklich sehr günstig und auch hier wirklich sehr kompakt. Also ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit auch einer sehr modernen Akkutechnik. Und dann schauen wir uns noch kurz die weiteren Details dazu an. Also auch hier ein sehr geringes Gewicht von 4,5 Kilogramm. Wir haben hier, wie gesagt, eine sehr kompakte Powerstation, die auch sonst hier sehr einfach und auch bequem im Rucksack transportiert werden kann. Ja, es gibt ja sehr viele weitere Funktionen. Wir haben hier eine sehr gute Sinuswelle, die praktisch auch hier rauskommt. Und natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, um das Gerät dann praktisch hier anzuschließen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss noch mal kurz hier auf die Bewertungen ein. Wir haben also hier ein tolles Produkt, großartiges Produkt. Es ist hier sehr praktisch, sehr preisgünstig, sehr gut verarbeitet und auch sonst hier perfekt und weist eine hohe Alltagstauglichkeit auf. Also schaut euch das mal an. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns die Zetasche GT 200 240 Power Station. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Also wir haben hier einen sehr günstigen Preis, kompakte Abmaße, Steckdose und USB-Anschlüsse sind vorhanden. Ein Solarladeregler, 6 Lademodis haben wir hier. Wir haben eine Schnellladetechnologie und ein geringes Gewicht. Der einzige Nachteil, auch hier ist leider die Dauerleistung etwas begrenzt und daher mittelmäßig. Ja, soweit so gut, auch hier wirklich ein sehr kompaktes Gerät, was natürlich hier eine kleine Anzeige oben noch hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz hier auf die Produktdetails drauf. 240 Wattstunden Akku, 200 Watt Dauerleistung, 300 Watt Spitzenleistung, dreimal USB Typ A und einmal USB Typ C Anschluss. Wir haben hier einen 12 Volt Auto Anschluss und 230 Volt, was man hier an der Steckdose praktisch entnehmen kann. Ja, gehen wir kurz weiter zu den Produktdetails auf der Seite. Wir haben also hier zum einen mal die schönen Abbildungen und den Link dazu, den gibt es ebenfalls selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, klickt dort mal drauf. Und dann könnt ihr euch die hier nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt hier zwei Modelle, einmal mit Solar-Set und einmal ohne. Das ohne kostet 249 Euro, also haben wir wirklich ein sehr günstiges Gerät, was hier seinesgleichen sucht. Ja, die Abmaße sind auch gut, das Gewicht 3,6 Kilogramm ist hier wirklich sehr leicht. Wir haben hier sehr viele weitere Funktionen, wie eine reine Sinuswelle und natürlich auch hier Möglichkeiten, das Gerät hier sehr separat und gut mit einem Solarpanel dann aufzuladen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss auch hier nochmal kurz die technischen Daten kurz durch. Hier steht mal ein bisschen was drin, für was es verwendet werden kann und auch die Bewertungen, die sehen wirklich gut aus. Works very well, ist hier wirklich ein amazing Produkt und auch sonst ist das Set hier wirklich reichhaltig und für den Preis kann man sich hier auf keinen Fall beschweren. Also falls ihr eine günstige Powerstation sucht, schaut die euch die mal an, dann gehen wir weiter auf Platz 1. Und dort landet bei uns die Zetasche GT 500 Powerstation. Auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile zu diesem Gerät ein. Wir haben also hier zum einen mal ja, einen guten Preis, eine große Kapazität. Wir haben hier eine Steckdose und USB-Anschlüsse, einen Solarladeregler, ein kabelloses Laden ist hier sogar möglich. Da könnt ihr also eure Handys oben drauflegen. Wir haben hier ein großes LCD-Display, effiziente Kühlung und ein Auto-Ladekabel. Der einzige Nachteil, sie ist leider etwas unhandlicher wie die vorherigen Modelle. Aber ich denke mal, damit kann man auch leben. Die weiteren Details dazu sehen auch sehr gut aus. 518 Wattstunden Akku, 500 Watt Dauerleistung, 700 Watt Spitzenleistung, 3 USB-Anschlüsse und ein USB-Typ-C-Anschluss, ein 12-Volt-Auto-Anschluss und eine 230-Volt-Steckdose. Ja, soweit so gut. Also hier ein sehr praktisches Gerät. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch kurz auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal hier direkt auf den Link drauf. Und dann kommt ihr direkt zu dieser Seite. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf den Preis ein. Und denn der kann sich hier auch sehen lassen. Und zwar kostet diese Powerstation so roundabout 499 Euro ohne Solarpanel. Und wer noch etwas drauflegt, bekommt ebenfalls ein Set mit Solarpanel, womit ihr die Powerstation auch sonst hier in der freien Natur wieder aufladen könnt. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick. Auch das Gewicht geht vollkommen in Ordnung. Wir haben hier wirklich sehr praktische Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier diese Handy-Ladestation, also das Wireless-Charging von euren Smartphones. Und auch sonst gibt
bis hier praktisch alles, was praktisch hier so eine normale Powerstation haben sollte. Ja, soweit so gut. Jetzt gehen wir zum Schluss nochmal kurz hier ebenfalls auf die Bewertungen ein. Wir haben also hier wirklich ein sehr tolles Produkt, verhältnismäßig guter Preis zur Akkuleistung, gutes Gerät, tolle Qualität und auch sonst hält, was es verspricht. Also schaut es euch an, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, steht es also fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier die Zetashi GT500 Power Station. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Vorteile für euch durch. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, eine große Kapazität, eine Steckdose und USB-Anschlüsse. Wir haben hier sogar einen Solarladeregler und kabelloses Laden mit dabei. Also, das soll es nur gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links und Informationen zu diesen Powerstations, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die mal an, klickt mal jetzt drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.